Hallo und herzlich willkommen heute zum Replay mit einem Panzer, den man sonst eher seltener sieht. Deswegen habe ich mir das geschnappt mit dem FV4004, glaube ich. Das heißt der Conway. Der Krylo hat das Replay eingesammelt. Und Krylo, wenn ich mich nicht ganz täusche, ist Krylo auch gleichzeitig ein Streamer. Macht es mittlerweile recht häufig, recht oft. Also von dem her, wer Bock mal auf einen Streamer hat, könnte ruhig bei Krylo reinschauen. Ich glaube, auf Twitch heißt der Krylo Unterstrich oder so. Also, so ansonsten genauso geschrieben wie hier. Das findet ihr schon. So, jetzt hat er erstmal den IS-4 einfach ein bisschen lieb gehabt und dementsprechend hat er ihn mal in die Seite gedrückt. Bevor wir jetzt den Krylo genau zuschauen, schauen wir mal, was er hier so hat. Wir haben 400 Schaden mit 259 Durchschlag. Wenn das nicht langt, hat er 326 mit Premium und er nimmt hier 4 HE-Granaten dabei. Da hat er den ersten Snap versucht, aber der hat nicht funktioniert. Er fährt hier ohne Verbrauchsgüter, also hier ganz normal Medizin, Reparatur und den klassischen Feuerlöscher. Auch der ist eher seltener, also da nimmt man ja doch ab und an mal, oder ich zum Beispiel eigentlich fast bei jedem, den automatischen mit. Aber scheinbar ist er so von seinen Skills überzeugt, dass er sagt, nee, don't fucking need that. Und hier bekommt er schon vom TVP eine rein und gerade TVP ist natürlich mit seinem Reload eher ein unschöner Gegner, den man so blind haben will. Deswegen konnte er da jetzt einen treffen, der jetzt hier in seine Richtung kommt. Der geht jetzt auch nicht auf, also kriegt noch den zweiten daraus. Die Runde steht übrigens so im Zeichen des Quickies. Also wenn ihr da heute eher wenig mit Zeit mitgebracht habt, ideal für diese Runde. Weil wie gesagt, wir haben heute ein schnelleres Ründchen. So, jetzt bekommt der TVP von ihm auch endlich mal den ersten Hit. Und man sieht, der Reload ist wirklich schön. Der Alpha ist jetzt zwar nicht der höchste für einen 9er TD, aber solide. Und dann konnte er jetzt den auch hier beseitigen. Da gibt es den nächsten in die Seite. Also er kann ja jetzt fantastisch wirken. Und zündet da jetzt den 1390 an und der brennt sogar weg. Besser kann es natürlich gar nicht laufen. Also er wirkt jetzt hier hinten rein, ohne dass sich großartig jemand für ihn interessiert. Bis jetzt auf den T-54. Der hat ihm gleich nochmal eine gegeben, aber diesmal schlägt er zurück. Der Waffenträger ist da jetzt gerade am Rückmarsch und auch den kettet er sogar noch. Meine, also wirklich, jetzt weiß ich, warum das Spiel so ein Quickie ist, weil er ist einfach hier wirklich schnell in seiner Schussfolge und konnte ja auch phänomenal wirken. Hätte sogar noch nach links wirken können, hat man gerade kurz gesehen. Aber den hat er sich jetzt doch erwehrt oder will er jetzt doch da Richtung Tiger vielleicht fahren? Lang genug gewartet, bis er dann wirklich wieder auftaucht und dann konnte er den auch hier rausnehmen. Jetzt hat er da den E100. Auf den kommt er jetzt seitlich schön drauf. Da geht es oben Richtung Turm. Also hat jetzt schon 4600 Damage gerissen. Das muss man auch erstmal so nebenbei machen. Jetzt guckt er wieder nicht. Das sieht er und hat gesehen, okay, der hat geschossen. Also gibt er gleich nochmal eine. Und dadurch, dass der E100 so lange nachlädt, nimmt er den nächsten Schuss und nimmt ihn hier vorne raus. Ja, er ist wirklich fleißig in seinem Damage. Schon 5000 davon angesammelt. Und mittlerweile steht es 11 zu 8. Also jetzt muss man kein Prophet mehr sein, um zu sagen, das wird schwer fürs gegnerische Team. Allerdings, den Jagdpanzer, da muss man noch aufpassen. Der Jagdpanzer ist natürlich schon so ein Monster. Aber er sieht hier, dass der Jagdpanzer dementsprechend mit dem Rücken zu ihm steht und fährt ihm jetzt da auch ins Heck, da wo er ihn hier nicht sonderlich mehr bedrohen kann und bleibt da immer schön dahinter und nimmt ihn jetzt raus. Jetzt wäre es fast noch knapp gewesen, dass das Objekt da in den Schuss gefahren wäre. So, Grille 15, last but not least. Leider schaut es so aus, als ob er den Krieger hier, komm schon, ne, den Krieger nicht bekommt.
Aber so haben sie wenigstens die beiden Waffenbrüder, weil der Kill ging an seinen Zugpartner. Ja, eine feine, schnelle 6000 Damage-Runde und das in nicht einmal 5 Minuten. Also, wenn das kein Sneak Peek auf eine wahnsinnsgeile Runde war, dann weiß ich auch nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser kurze Appetizer zu World of Tanks. Bis zum nächsten Mal, euer Ekaramba.